I want to see how people lived in Moscow and Tokyo and in Paris, and photography was a way of saying what I thought, and I was glad to have the opportunity of proving what I felt. Der ist so ein Tausendsasser. Der hat gemalt, der hat fotografiert, der hat gefilmt, der ist nicht in einem Medium geblieben. Und das Tolle an ihm ist, dass er dann auch immer noch so nah dran ist. Also der hat ja das Gegenüber so gefordert. Der ist ja mit der Kamera so nah ran, dass es auch hier in der Ausstellung an verschiedenen Stellen unangenehm ist, weil man die Leute so nah sieht. Das ist ja das Tolle an diesem ganzen Fotowerk. Er hat ja über 10 Jahre für die Vogue gearbeitet, in der Tat, und dort sehr viel Vertrauen bekommen. Man hat dort sofort sein Talent erkannt, und was er auch dort gemacht hat, war sofort seinen vollkommen eigenen Weg zu gehen, nämlich mit den Models raus auf die Straße zu gehen. Die Mode bietet ihm eigentlich eine Art Experimentierfeld, wo er eigentlich nie unterschieden hat zwischen kommerzieller und künstlerischer oder eigener Fotografie, sondern sich eigentlich alles permanent vermischt. Das sind die Farben von William Klein. Schwarz, Weiß, Rot, so sieht es bei ihm zu Hause aus. Schwarz oder rot lackierte Wände und Türen. In dieser Welt bewegt er sich. Das ist die Welt von William Klein. So sehen seine Bücher aus, so sehen seine Bilder aus. So ist es bei ihm zu Hause und so ist jetzt auch die Ausstellung. Ich habe gewohnt da und habe die Besonderheit der Straße erspürt, erkannt, erfahren. Und also die Besonderheit der ganzen Gegend eigentlich. Das war anders als an anderen Orten in Ost-Berlin. Und das hat mir gefallen und ich bin quasi dem nachgegangen, was es damit besonders auf sich hat. Und habe das Thema umkreist über mehrere Jahre. An sich ist es für mich spannend, mit einem Medium, was Zeit einfangen will, zu versuchen, so Zwischenräume einzufangen oder Zeit neu zu schichten. Das heißt, wenn ich jetzt die Kamera auf ein Stativ stelle und hintereinander Bilder mache von derselben Situation, ohne dass sich die Kameraposition verändert hat, dann löscht sich im Prinzip alles aus, was vom ersten zum zweiten Moment gleich geblieben ist, und die Veränderung wird sichtbar. Die Zwischenräume, das, was zwischen diesen beiden Bildern war. Und das ist so ein Prinzip, womit ich viel arbeite immer. Die Arbeiten sind natürlich für den Raum gemacht. Also es geht auch genau darum, dass die Fotografie die Fläche verlässt, dass sie in den Raum geht, dass sie Raum ergreift, so wie das andere Kunstformen auch tun.